Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 Gras im Wald. Letzte Folge haben wir noch eine weitere Fuhr Holz zum Sägewerk gebracht. Und haben dann entschieden, dass wir jetzt erstmal wieder Paletten verladen werden. Ja, also es liegt noch ein bisschen Holz im Wald rum. Nicht mehr allzu viel, denkt man so 1-2 Fuhren mit dem Ponse vielleicht. Aber ja. Ich weiß nicht, wie voll das Sägewerk jetzt ist. Ehrlich gesagt, gerade nicht drauf geachtet, als wir dort waren. Aber Papierfabrik ist ziemlich voll und Dingern. Sie haben zumindest genug Holz zum Produzieren. Sage mal so. Ganz blöd gesagt jetzt. Deswegen würde ich erstmal kurz gucken, dass ich jetzt vielleicht die Mulde leer mache da oben. Dass das Erz jetzt endlich reingeht. Weil letzte Folge haben wir kurz geschlafen. Deswegen könnte da jetzt genug Platz drin sein, endlich die Mulde leer zu machen. Erstmal, dass wir dann vielleicht mal ein paar Steine, die wir noch am Hof liegen haben, und da und da und da und da, die da mal wegbringen können. Dann mit der wunderbaren Mulde gucken wir mal nach, wie es aussieht. Wunderbar, sehr gut. Okay, dann stelle ich die Mulde mal nochmal kurz hier ab. Hat sich jetzt voll gelohnt eigentlich, aber okay. Ja gut, so weiß ich jetzt zumindest, okay, die Mulde ist leer. Perfekt. Gut, dann können wir die demnächst dann mitnehmen. So, dann machen wir es jetzt so, dass wir die Plattform da anhängen. Aber nicht da stehen bleiben, wo wir gerade stehen, sondern... hallo? Anhängen bitte, dankeschön, hallo. Hallöle, dankeschön. Und hoch das Ding. Dann bitte einmal. Ja. Stellen wir den jetzt am besten hin. Lassen erstmal einfach da stehen, wo er steht. Würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, ob das mit dem Bagger jetzt so funktioniert, wie ich mir das Wünsche, denke. Naja, 68.000 Liter, ja. Perfekt. 58.000, mein Gott. So. Gucken wir doch mal, wie das jetzt so funktioniert. Nein, nicht umfallen, bitte. Ja, ich muss hier dringend mal noch ein bisschen umbauen. Warte mal. Mein Gott. Machen wir mal so. Wenn wir uns jetzt nicht ganz so ungeschickt anstellen. Würde das funktionieren? So da reinzustecken. Ja, nicht perfekt. So, jetzt. Aber wir haben es schon mal drauf. Mein Gott. So, jetzt fahre ich gerade nur mit dem Waldra ein Stückchen zurück. Und dann können wir das schön verladen. Passt die Höhe? Wunderbar. So. Schön da hinten drauf. Genau. Wunderbar. Mein Gott. Nee, ganz so einfach ist es nicht, wie man sich das vielleicht denkt. Vor allem, wenn man die Baggersteuerung nicht so im Kopf hat. Das ist natürlich dann so eine Sache. Na komm. Rutsch doch runter. So. Dankeschön. Aber so schlecht ist es eigentlich auch nicht. Ja gut, wie gesagt, ich wollte eh überlegen mit dem Stapler für die Stadt. Und dann kann man mit dem ja jedes Mal herfahren.
Ich sag mal, der Weg ist jetzt nicht so weit und mit 20 km/h, was der glaube ich fährt, ist das jetzt auch kein Drama. So, ui, ja, warte. Oh, 2 Stück haben wir schon, also. Wenn es einmal läuft, dann läuft's. Würde ich sagen. So, genau. Bevor ich das jedes Mal im Waldrad ein Stückchen vor zurückfahre, fahre ich lieber mit dem Cat ein bisschen vor zurück und dann ist gut. Aber der Bagger ist natürlich auch super eigentlich, also. Dafür, dass es ein Mod ist, weiß man ja nie so ganz immer. Ist immer alles so funktioniert. Aber sieht gut aus. So, ne? Besser als gedacht, ganz ehrlich. Zumindest ehrlich gesagt ein bisschen komplizierter vielleicht vorgestellt. Aber. Nein, nein. So. Genau. Sehr gut. Eine noch, dann haben wir es schon. Wunderbar. Und bis zum nächsten Mal baue ich hier noch ein bisschen um, dann ist das ganze Verladen vielleicht noch ein Ding einfacher. Wenn wir nicht so ganz am Hang hier stehen. Je nachdem, wie weit ich bin, bis zum nächsten Verladen. Ja gut, die Metallrollen produzieren sich eigentlich recht schnell. Muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass ich hier mit dem Wald, Bäume fällen und verladen durch bin, bis ich den nächsten wieder verlade. Deswegen. Also. Von daher. So, dann stellen wir die Palettengabel wieder vorne hin. Draufstellen brauche ich sie jetzt eigentlich nicht. Beziehungsweise wir können sie neben dran. Achso. So draufstellen. Weil ich brauche sie eh dann zum. Für die Sitzlinge und so. Dafür habe ich sie ja hauptsächlich gekauft. Und jetzt nehme ich gerade mal hier die Fräse mit. Mein Gott. Zack, zack. Radumleuchte an. Und dann würde ich bitte einmal den Helfer mal bitten, hier hinzufahren. Sogar am besten noch darunter. Fahr doch einfach. Mann. Nun muss ich jetzt doch selber fahren. Hä? Gut, mit den 30 km/h jetzt auch keine Schwierigkeit, aber. Komm schon. Ich fahre dich zur Straße unten, okay? Und dann fährst du selber weiter. Ist das ein Vorschlag? Vielleicht. So. Sind wir hier an der Straße. Dann halt nett. Fahr ich halt selber. Meine Güte. Vielleicht fährt er hier wieder zurück. Glaube ich nicht. Ach. So alles zum Kotzen hier. Mann, Mann, Mann. Und dann gucken wir gleich mal wegen Stapler, dass wir den leasen, damit dann wir die Paletten in der Stadt immer schön verladen können. Das habe ich schon eigentlich momentan an Kredit aufgenommen. Beziehungsweise kann ich da theoretisch noch was aufnehmen? Ich glaube schon, gell? Ich glaube theoretisch schon. Naja. Vielleicht mal gucken gleich, wenn ich dran denke. Aber der Bagger ist schon cool, muss man schon sagen. Kann ich eigentlich theoretisch die Stützen ausklappen? Also ja, X, glaube ich. Wenn ich jetzt X drücke. Ja. Kann ich theoretisch ausklappen, ja. Genau da unten. Um dieses Gebüsch da unten geht's. Was aus dem Dach da rausragt. Das machen wir jetzt schnell weg da unten. So, warte mal. Dafür werde ich aber mal kurz den Jeep rausfahren erstmal. Bevor ich mit denen auf der Schramm hier. Auch wenn ich letztens mit dem gegen Stein geflogen bin und was weiß ich. Aber eine Fräse ist dann doch nochmal was anderes.
So, einmal raus mit dir. Mit. So, normalerweise dürfte der jetzt weggehen. Wie gesagt, normalerweise. Wem ist der kleine Arm, geht nicht weiter vor. Ah, okay. Ja, gut, das könnte man jetzt als Cheaten behaupten, von mir aus. Aber ich glaube, der Arm kann keine Kondition von dem. Na komm. Nö, sehr schön. Wenn ich jetzt mit dem Ding da oben gegenfahre. Ja, das hat nämlich Kollision. Alles klar. Dann gerät wieder aus. Wunderbar. Hit. Und wieder berghoch. Gucken wir mal, ob der selber wieder runterfahren kann. Ansonsten stelle ich ihn jetzt erstmal hier oben ab. Wenn er es nicht hinbekommt. Vielleicht wegen der Frise vorne dran oder was, weiß nicht. Ziel setzen. Darunter. Würdest du da runterfahren? Würde er fahren? Würdest du hier hinfahren? Nicht erreichbar. Hier hin? Nicht erreichbar. Dann fahr wenigstens da unten hin, okay? Dankeschön. Danke, danke, danke. So, wo ist jetzt der Waldra? Da. Okay, Metallrollen. Metall. 6,1 ist der höchste Preis. Elm Creek, wer hätte es gedacht. Also Zug. Bedeutet, einmal runter zur Stadt. Da ist die nächste Verladestation. Und ja, da kommt man gleich wegen dem Stapler. Ja, ich sag mal, für einen Stapler mit 20 km/h. Ist die Strecke jetzt hier auch kein riesen Aufwand. Also hier einmal den Weg darunter fahren, das ist jetzt kein Riesending. Oder ich fahre halt jedes Mal mit dem Cat runter mit der Palettengabel. Geht natürlich auch. Wenn die Palettengabel halt am Hof ist. Oder ich kaufe mir halt noch eine Palettengabel für den. Keine Ahnung, mal sehen. Wo kann man da hochfahren? Da hinten kann man hochfahren noch. Ja, ich glaube, ja, das ist einfach. Ja, ja, ja. So, von der Höhe her müsste das ja passen. Aber ich muss gucken, dass ich von beiden Seiten dran fahren kann. Deswegen. So. Dann Sonderangebote. Was bist du? Bist du eine Scheibenegge? Ne, eine Scheibenegge brauche ich nicht. Gabelstapler, der. Weil wie gesagt, Frontlader, Radlader, Teleskoplader, das macht alles keinen Sinn. Kompaktlader ist genauso lahm. Und dann kaufe ich mir doch lieber so einen Gabelstapler. So, den haben wir ja schon. Um den Kollegen hier geht's. Der macht keinen Sinn und der... Nee. Schöner Elektro-Gabelstapler, der schön zu ist, kannst du jeden Wind und Wetter fahren. Ist ein super Ding. Fährt 17 km/h. Kann 5 Tonnen heben. Perfekt. Ich weiß ja, was so ein Ding wiegt, aber. Ja, Elektro halt. So. 2805 Euro Mieten. Jeden Tag 550 Euro. Arbeitsstunde 1100. Das ist voll in Ordnung. Wunderbar. Dankeschön. Okay, dann. Ja, fahr dir mal kurz aus dem Weg. Dass er zumindest von der Straße runter ist. Und die Fräse muss halt wieder hoch. So, da haben wir ihn doch. Wow. Ja, wie gesagt. So, wie hoch kommt der? Ja, das ist voll in Ordnung, wie hoch der kann. Er muss da jetzt keine riesen Sachen stapeln. Also
Kippenkeller logischerweise auch. Zack, zack. Wunderbar. So, und dann Gabeln breiter machen, schmäler machen. Auch kein Riesending jetzt. Ja. Noch irgendwas? Nein. Bevor ich das vergesse, gucke ich mal kurz wegen einer Ladestation. Tools. So, da gibt es ja einmal die hier. Und dann gibt es einmal die hier, theoretisch, mit so schön Solar und so. Sache ist, Land gehört mir nicht. Genau. Das ist auch mein Problem jetzt gerade. Ich weiß nicht, wo die Produktion da vorne ist. Nicht mein Land. Okay. Somit haben wir jetzt das Problem, dass ich hier nirgendwo laden kann. Ich hab hier oben irgendwo mein Land. Ja, da oben dann. Ich kann hier aber auch in der Stadt kein einziges Land kaufen. Oder so. Weil die Stadt ist unkaufbar. Das Grundstück hat immer noch mehr. Ich sag mal so, das Grundstück da unten habe ich damals für das Weihnachtsvideo gekauft, um da Weihnachtsmarkt und so aufzubauen. Nur eine Frage, dieses Grundstück da unten, kann das irgendwas? Bringt mir das irgendwas? Eigentlich nicht. Also. Nee. Also, ja. Ich sag mal so, wir sagen jetzt mal, die Stadt hat mir das Grundstück da unten geschenkt, die können damit nichts anfangen. Wenn ich irgendwas brauche, dann kann ich das dahin bauen. Von daher, bevor ich jetzt jeden Tag jedes Mal für den Stapler 50.000 Kilometer weit fahren muss, machen wir das hier hin. So, Sache ist, bis wohin? Bis da vorne hin. Okay. Machst das einfach ganz einfach. Freier Modus an. Hier schön an den Straßenrand. Perfekt. Ja, wunderbar. Ladestation steht. Können wir jeden Tag laden. Und Solarstation heißt, der Strom kostet mich nichts. Ganz einfach. Ich glaube, andere Dinger noch stellen können. Hier, bei den Dingern kann ich auch noch laden. Also. Warte. Bei dem hier. Stell ich so ein Ding hin, kannst du auch laden. Hast du überdacht. Vielleicht hole ich mir das noch irgendwann. Aber erstmal hier 5000. Ist dann doch etwas günstiger, glaube ich. Genau. So. Ja. So, Rumleuchter hat er auch. Auch wenn nur von hinten. Aber er hat einen. Ist da theoretisch eine Kamera da oben? Wahrscheinlich. Ja, genau. Wenn die es noch an wäre, das wäre noch geil. Aber ist schon schickes Gerät. Seht zwar nicht viel da vorne. Muss ich dazu sagen gerade. Aber okay. Mein Gott. Also ganz ehrlich, für die Stadt hier rumfahren, ist das ein super Gerät. Hat der Blinker? Jo, hat er. Perfekt. Ja, warte, ich muss da vorne abbiegen, okay? Das ist jetzt mein Stapler, mit dem ich jetzt in der Stadt hier rumtucke. Beziehungsweise halt da vorne in den Wald zur Metallrollenproduktion, zum Schmelzofen auch genannt. Okay. Dann würde ich aber sagen, da, Werbung, kauft euch das DLC oder den Tool Season Pass, ist ein super Ding. Kommt in einer Woche oder so raus, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und ja, dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich die Filmpaletten hier auf den Zug verlade dann in der nächsten Folge. Ja, würde mich bedanken fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn ihr wollt. Würde mich freuen. Also, bis dann. Tschüss.